It's not every time I look at you. Ich zeige euch mal hier den Blick. Es hat geregnet, ist auch relativ bewölkt, aber es ist wunderschön hier oben. Man kann übers Meer schauen. Hier ist das wunderschöne Haus. Da wohnen Sandy und Benny. Ich verlinke euch auch gerne den Kanal. Die machen ganz tolle Reise-Vlogs und es macht einfach riesen Spaß, mit denen hier zu sein. Chanukka Maya. Wie? Chanukka Maya. Chanukka Maya. Boah, das sieht so, so lecker aus. Was ist das? Magst du kurz erzählen? Mhm. Also wir haben jetzt eine Wokpfanne gemacht mit ganz viel Wokgemüse, eine Erdnusssoße mit Kokosmilch und Curry und ein bisschen Tempeh. Mmh, das sieht sehr gut aus. Und dazu kommt dann noch Reis. Vollkornreis und Schlafpudding. Sehr gut. Sollen wir das auf Instagram snapchatten? Was denn? Was sie gerade da gesagt hat. Ja. Machen. Unsere erste Story auf Instagram. Aber das muss ich jetzt erstmal aufnehmen, andersrum. Turn around. Wir haben es ja schon mit Snapchat probiert, das hat ja nicht lange geklappt. Mal gucken. Ich gehe jetzt in die Küche und frage, was das für Essen ist. Okay. Machst du einen Vlog? Mama! Ja, film mich mal, Clara. Film mich mal, Clara. Da. So, wie schmeckt's euch? Mmh, lecker, 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 lecker. Und dir, Clara? Lecker? Willst du was schreiben? Also das ist unser Abendessen, also Genuss pur. Finde ich richtig geil, können wir uns das voll mal gönnen. Willst du auch mal gefilmt werden? Was isst du, Liam? Ja. Müsli. Müsli? Lecker. So ist ein Pudding-Zeug. Der hat ihn aber auch geritten. So ist ein Pudding-Zeug. So dunkel aus. Sieht dunkel aus. Ja, probier mal. Oh, Vorsicht, mein Schatz, es gibt wieder aus der Pfanne heraus irgendwas Mediterranes. Mediterranes, was wird da hingeschnitten? Das wird noch Räuchertofu und weiß ich noch dazu. Mediterraner Tofu plus Räuchertofu plus Möhren und dazu mache ich Quinoa. Quinoa? Und dann alles kann man da reingucken? Was? Ja. Und davon nicht auch. Okay. Quinoa. Mhm. Und ein bisschen Rohkost kommt auch noch rein, ne? Rohkost? Aber es wird quasi mit Quinoa-Salat. Aber darf man jetzt heutzutage noch Rohkost essen? Nee. Das ja, solange Koch dabei ist, ist okay. Und noch zwei Avocados, oder? Genau. Das geht echt super mit der Pfanne. Ich habe jetzt gar kein Fett verwendet. Ohne Fett, wow. Wieso, was ist da los? Was habt ihr gegen Fett? Ich habe nichts gegen Fett, aber wir verwenden nicht mal so viel Fett. Das ist dann immer gut, wenn wir auch mal kein Fett verwenden. Im Salat kommt ja auch noch Öl rein. Auch gerade erhitzt ist der optimal. Ja. Mhm. Genau, wir haben ja natürliche Fette schon. Und das wird ein Salat? Ja, Quinoa-Salat. Was ist hier mit den Karotten? Kommen die auch rein? Gurke wäre richtig geil, haben wir nicht, ne? Nee, kommen diese Karotten auch rein? Karotten, Oliven auch noch, oder? Genau, ah ja. Oliven noch. Ah ja. Und vielleicht kannst du wieder so eine Soße machen mit Avocado und Orange. Oh ja, ja. Karte und Orangen, okay. Aus welchem E-Book ist das oder gibt es das nicht? Das ist ein Gericht von Katzen und Schwärme.
Okay. Also die. Das neue Ivo. Man muss das erschaffen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Das Pressing ist auf jeden Fall irgendein Ivo. Also alle unsere Ivos haben ja ölfreie und essigfreie Pressings. Wir haben sieben Rezepte pro Ivo. Ja, kannst du mal so ein Dressing jetzt zeigen hier? Also das machst du jetzt direkt? Ja. Also Mixer, Avocado rein. Was ist noch drin? Das macht ihr jetzt zum Mittagessen? Genau, das gibt es jetzt als Mittagessen, als Lunch. Was soll ich denn machen? Ich habe eigentlich Hunger, aber ich wollte nichts Gekochtes essen. Nichts Gekochtes, das ist aber schwierig, weil dann musst du jetzt ganz viele Bananen essen. Ich wollte eigentlich auch nichts Gekochtes essen, aber wenn so lecker kommt. Also, jetzt erzähl nochmal ganz genau. Da ist jetzt ein Avocado drin und da kommt jetzt die ganze Orange mit rein? Ja. Ich okay. spare mir das entsaften und schäle die einfach. So, einfach komplett rein. Komplett? Und ein bisschen okay? Schale kann sogar dranbleiben. Es gibt aber ist das okay, dass man das komplett da rein tut? Warum nicht? Macht das der Mixer dann klein, ja? Ja, Avocado, wir haben hier einen Vitamix. Achso. Okay, als nächstes? Knoblauch. Okay. Knoblauch. Was noch? Senf. Okay. Auch gerne viel davon. Wird das jetzt, ist das dann Rohkost noch, das Dressing? Ja. Kann man das unter Rohkost verbuchen? Ja, das ist so. Wasser? Das ist eigentlich so viel, ne? Und was noch? Datteln oder sowas? Nee. Das ist für Sirup. Guck das noch. Ja, cool. Und jetzt sag mal, kommt da noch mehr rein oder ist das jetzt schon alles? Ich glaube, es ist so schon mal alles. Achso, was man noch reintun kann, das haben wir jetzt die letzten Tage gemacht, ganz viel Petersilie. Also von hier drüben riecht es schon richtig lecker. Malaya-Salz. Mm. Macht ihr zwei? Müssen wir mal gucken, was ihr dann macht. Oh, jetzt sehen wir nichts mehr. Egal. Weil das Licht ist so. Also das Essen wird um 4 Uhr fertig sein, das heißt, dass wir dem Raw Till 4 immer noch entsprechen. Ah, gut, da haben wir genau drauf geachtet auf die Uhr, ne? Genau. Was? Da auch nochmal. Ich glaube, ich bleibe ja bei der Woche. So, wir sind jetzt am Abendessen angelangt. Ich muss sagen, ich habe gar nicht großen Hunger, weil dieses Quinoa, das macht total satt. Ich muss auch sagen, wir haben in den letzten paar Tagen relativ viel gekocht gegessen, also zumindest mindestens einmal am Tag. Manchmal sogar zweimal. Ich merke so, ja, so langsam kommt wieder das Bedürfnis aus, doch mehr Rohkost, mehr Smoothies und so wieder. Aber ich genieße es total und es geht mir auch total gut und einfach so auch in der Gesellschaft von so vielen tollen Menschen zu sein. Wir sind ja im Moment in diesem wunderschönen Haus von, also Betty und Sandy, wir haben das gemietet und wir sind unten, haben unsere eigene Wohnung und ja, wir lassen uns einfach total gut gehen und entspannen und genießen so ein bisschen, genießen natürlich auch das Essen. Und jetzt machen wir aber nur noch ein schnelles Abendessen, weil es schon relativ spät ist und weil wir auch gar nicht so großen Hunger haben. Und wir machen einfach nur so Backkartoffeln, was mein absoluter Favorit ist, wo ich auf jeden Fall nicht versterben würde, aber ist das nicht hier schön hier? Es ist wirklich schön hier. Das ist quasi hier die Küche. Ich weiß nicht, ob man den ganzen sehen kann. Ich zeige euch jetzt die Küche. Sieht auf jeden Fall super, super schön aus hier. Ach ja, Mais machen wir jetzt auch noch. Ja, was ich euch eigentlich noch sagen wollte, wir haben jetzt quasi unser Festival wieder fest geplant. Also wir waren noch eine Zeit lang nicht sicher, ob wir es machen. Wir wollen es auf jeden Fall machen. Und es wird in Österreich sein, also nicht weit von Deutschland, im Bregenzer Wald. Und wir wollen uns auf jeden Fall noch, das letzte Mal war richtig, richtig schön, es war viel Arbeit, aber wir wollen es diesmal noch richtig toppen und vielleicht suchen wir noch mehr Leute, die uns auch helfen bei der Organisation, aber wir wollen richtig viel Musik machen, richtig viel Yoga und einfach so ein richtig cooles kulturelles Programm, viele Sprecher und auch viele so Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung, dass man da so total körperlich und geistig transformiert wieder rausgeht. Und natürlich vor allem auch alles so ein bisschen freier gestalten, dass alles locker ist. Man kann da total, das ist eine schönste Natur, also man kann da draußen einfach auf der Wiese sitzen und natürlich zelten und ein Lagerfeuer abends machen. Ja, und vieles, vieles mehr. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox, wenn ihr Lust habt mitzukommen. Wir freuen uns riesig einfach auf gemeinsame Tage. Letztes Jahr war es schon so toll. Natürlich, wenn viele wiederkommen, würden wir uns auch freuen. Und die genauen Musiker und genauen Sprecher haben wir jetzt noch nicht, aber das hatten wir letztes Jahr auch noch nicht von Anfang an. Werde natürlich immer wieder in E-Videos halt euch ein Update geben. Genau, jetzt kommen die Kartoffeln in den Ofen und ich zeige euch dann gleich das Endprodukt. Hier wird noch eine Blumenkohlsuppe gemacht. Clara will sich nicht anziehen lassen.
Und hier sind jetzt schon die Pommes mit Paprikapulver und Salbei, Rosmarin, alles frisch. Sehr geil. So, wir haben jetzt eine richtig leckere Blumenkohlsuppe und danach gibt es noch Pommes mit verschiedenen Soßen. Das ist einmal Hummus und Guacamole und noch so eine scharfe Soße. Und im Moment sind wir noch zu zweit im Candlelight-Dinner und gleich kommen die anderen auch noch. Genau, das war unser Tag. Das ist alles, was wir gegessen haben. So fast mehr gekocht als Rohkost, aber es darf auch mal sein. Achso, ja, der Dennis ist weiter und plätt roh. Nee, ja, bis jetzt roh, ne? Raw till 9 oder 10 ist total spät. Wir essen gerade total spät und stehen morgens auch spät auf. Also, wie gesagt, bei uns ist auch nicht immer alles perfekt, aber wir fühlen uns gut. Bis zum nächsten Mal. Gebt uns ein Like und abonniert uns und so weiter und so weiter.